Marco Miranda, das Halbfinale leider verloren. Wie hast du den Match erlebt heute Abend? Ja, es war ein sehr enger Match gewesen. Ich muss aber sagen, über den ganzen Match gesehen, habe ich das Gefühl, wir hatten mehr hochkarätige Chancen gehabt. Ja, leider haben wir sie nicht können machen. Am Schluss können wir uns noch schön in die Verlängerung retten. Aber ja, 3 gegen 3, es geht immer schnell. Und ja, jetzt haben wir es leider nicht geschafft. Was denkst du, ist es gelegen, dass es bei euch heute Abend nicht gelangt hat? Ist es allenfalls ein bisschen zu fehlende Talent gewesen, verglichen mit dem Gegner? Nein. Also, eben, wenn man die Chancen anschaut und das Spiel neutral betrachtet, haben wir die besseren Chancen gehabt, würde ich meinen. Wenn wir sie machen, dann sind wir weiter. Oder? Das war genau das gewesen. Es ist auch nicht, dass wir defensiv jetzt schlecht gewesen sind. Wir haben nicht irgendwie 10 Goal kassiert oder so. Also, es ist wirklich an dem gelegen, zu wenig effizient zu sein. Wenn ich dich anschaue, du hast jetzt schon ein leichtes Lächeln im Gesicht. Ich denke, über alles hineingesehen, Abenteuer, Spengler, Göpp, auch für dich eine super Sache gewesen. Ja, absolut. Ja. Es ist eine sehr, sehr gute Erfahrung, die ich hier machen durfte. Es hat sehr viel Spass gemacht, Match mit der Stimmung und allem. Eben, die ersten 2 Matches haben wir schön können gewinnen. Jetzt hat es leider nicht gelungen, aber es hat trotzdem sehr Spass gemacht zum Spielen. Und neben dem Eisen ist es auch sehr lustig gewesen. Aber du bist jetzt frisch in die Mannschaft reingekommen, hast die Stimmung von den Ambri-Fans erlebt, zwar nicht in der Valaschen, sondern diejenige in Davos. Wie war das für dich? Ja, sehr speziell. Erlebt man nicht. Ist alles ein bisschen neu, ein bisschen komisch, oder? Für Ambri in Davos spielen und dann sozusagen wie, es war wie ein Heimmatch gewesen, oder? Es war wirklich das ganze Stadion eigentlich für Ambri am Fernen gewesen. Und ja, das ist, hat man nicht täglich. Aber du bist als Verstärkungsspieler dazugekommen in das Team. Wie hast du das Team erlebt, den Teamgeist von Ambri im Moment? Sehr gut. Ich glaube, sie haben da wirklich eine gute Truppe. Man sieht es auf dem Eis, wie sie gespielt haben in letzter Zeit und jetzt auch am Spenglerkörper. Aber auch neben dem Eis, die Jungs sind wirklich gut miteinander und sie haben es auch gut mit mir gehabt. Und ja, man merkt, dass die Jungs Spass haben. Besten Dank für den Einsatz für Ambri und guten Rutsch dann. Danke vielmals. Oh ja. Merci.